So, meine Lieben, willkommen zurück. Wir gehen rein in die Knife Round. Das 2 steht an. Also, New hat gerade auf Mirage, sagen wir mal, vielversprechend ausgesehen, aber am Ende dann doch leider etwas erwartet. Wohl verloren. Und jetzt bin ich gespannt, wie es auf das 2 aussieht. Zumindest darf sich Peter schon mal die Seite aussuchen. Die starten als CT. Ich hätte mir fast sogar vorstellen können, dass sie sich hier vielleicht überlegt hätten, trotz allem auf der T-Seite anzufangen. Gerade wenn man jetzt ein bisschen, naja, nicht unbedingt als Mix halt, aber mit diesen zwei Sandits unterwegs ist. Aber gut. CT-Seite natürlich auch nachvollziehbar. Auf das 2 ist jetzt ihr eigener Pick, den von Ice & You haben sie gerade schon gewinnen können, aber das 2 ist dann immer so ein bisschen der Punkt. Nur weil Penta die jetzt pickt, heißt natürlich nicht, dass Ice und Jura gar nichts drauf kann, es ist halt das 2. Ja. Das 2 kennt jeder, das 2 können die meisten, ja nicht alle, aber viele. Und dementsprechend, gerade wenn Lacker wieder mit seiner AWP so auftritt, kann da durchaus schon einiges drin sein für Ice und You. Aber gut, das werden wir natürlich abwarten. Wie gesagt, Penta jetzt auf der CD-Seite, Ice und You auf der T-Seite. 1:0 momentan für Penta, trotz Tendenz hat auf der ersten Map alles funktioniert. So, und jetzt schauen wir mal, was Ice und You sich da überlegt hat. Sie haben zwei Leute tatsächlich mit Granaten dabei. Also man hat schon einiges, mit dem man hier spielen könnte. Schickt einen Spieler erstmal vor lang, einen, der die Mitte abcheckt. Und drei Leute bewegen sich Richtung Katas, Richtung B-Spot. Und da kommt auch schon ein offensiver Lowell, der möchte hier gleich mal ein paar Informationen sammeln. Keine Steps, ist immer kein gutes Zeichen. Alles dran gesehen. Da war der Ellbogen. Lacker hat ihn aber auch noch rechtzeitig mitbekommen. Trotzdem ist Crystal da, um seine Mates zu unterstützen. Das war die Katas-Kontrolle, da ist die Bombe schon down gegangen. Der Treppe, gut, zumindest die Bombe wieder picken können. Ich weiß nicht genau, ob man jetzt mitbekommen hat, bei Ice und You, dass drei Leute auf B waren. Wenn ja, dann ist natürlich sofort der Call Richtung A Abfahrt. Versuchen schnellstmöglichst auf den Spot draufzukommen, aber Tassen hat sich schön positioniert, nimmt einen mit und das reicht. Das macht so schön, jetzt kann er sich zurückziehen. Jetzt haben wir das 5 gegen 2. Ja, und da sollte eigentlich im Retake nichts anbrennen. Massi hat auch nochmal einen rausnehmen können. Jawohl, aber da kommen die beiden Reflex. Gar kein Problem für Penta, alles unter Kontrolle zu haben hier. Wie gesagt, also wenn du dann in dieser 5 gegen 2 Situation bist und von kurz und Headshot-Schläger auch noch den Druck aufbauen kannst, dann darf da echt nichts schief gehen. 1:0 also für Penta. So, man hat die Bombe gelegt, also kann sich also nur überlegen, ob sie vielleicht mit einer Einzel-Eco hier dann in die Buy-Round gehen wollen. Sieht stark danach aus, dass sie das auch tun wollen. Es geht direkt Richtung Lang. Und Crystal Dennis, die sprayen auch fleißig durch, da ist nichts zu machen. Also, Lang Rush Block hat gut funktioniert. Und jetzt kommt die angekündigte Buy Round. Dadurch, dass man sich ein paar Pistols geleistet hat, fehlt natürlich hier und dort die ein oder andere Granate. So ist das eben. Jedes bisschen Geld, was man in so einer zweiten Runde dann ausgibt, das geht dann drauf für. Oder da fehlt das dann an Granaten am Ende. Christus Farmers heißt Arschkuh. Auch gut. Hab ich noch nie gesehen. Ja, warum nicht? Das ist die große Frage. Jemand kurz durch, dass es da vorne ist, aber Marcia gut aufgepasst. Dennis hinterher. Einfach mit der P90 ins Gesicht gehüpft. So, jetzt hat man sich kurz aufgestellt. Gute Bedingungen, um hier einen Aargau zu spielen. Die beiden auf dem Spot haben sich da etwas ungünstig positioniert. Dennis, da kommen einige Schüsse durch die Kante. Noch 51 AP, aber das ist natürlich schwierig, wenn er das in Köpfchen hochschlägt. Die Chance groß, dass er direkt gepickt wird. Zephyr hat ihn erwischt. Trotzdem konnte Dennis vorher nochmal Porter ausschalten. Also das war schon viel mehr, als man ihm da eigentlich zugetraut hätte in der Situation. Und jetzt gibt es ein ganz klares 1 gegen 1. Damit versucht so dicht wie möglich natürlich ranzukommen. Ja, und dann guckt er den Kopf drüber. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Die
Das Sichtfeld, das ist irgendwo in der Mitte des Models und mit bestimmten Waffen ist man weiter nach vorne gebeugt als mit anderen. Und das Ergebnis ist, dass der Kopf eben über solche Kanten dann gerne mal rüber schaut. Wir haben es ja aus seiner Perspektive gesehen, allzu viel war da vom Gegner nicht zu spotten, aber es hat für David gereicht, ihn dann in den Kopf zu schießen. Ja, die Idee von Panther, da lang rein zu pushen, denke ich mal, war auch gar nicht so verkehrt. Sie hätten halt vielleicht direkt am Anfang flashen sollen, als Crystal da schon reingesprungen, reingeschlichen ist. Durch diese Smoke. Aber war auch genau richtig. Also, ja, die Steps auf kurz, da wissen sie, okay, eventuell der Arsplit, der hier gespielt wird, wir pushen einfach lang gegen und halten uns dann für den Retake alles offen. Hat ja im Prinzip auch funktioniert, ja, weil Dennis trotzdem den Kill bekommen hat. Der hätte also vielleicht ein bisschen schneller schalten können. Oder die müssen aber können. Sepp hat da gerade schon First Strike ziehen können. Wir sind jetzt hier nur in der Eco. Da kommt irgendjemand wohl offensiv. Dennis ist da schon hinten an den Gegner dran. Okay, richtig durchgegast. Ja, das ist natürlich übel. Jetzt kam David auch noch offensiv. Er kann also nur die Runde natürlich direkt wieder eintüten. Also 14-0 Panther. Hat trotzdem zwei Spieler gekostet. Und jetzt Crystal an die AWP. Der hat eine ganz gute Figur gemacht eben auf Mirage. Schien also zu laufen, aber ihm gegenüber steht halt Lacker. Und Lackers AWP-Leistung hat mir echt ehrlich gesagt noch einen Ticken besser gefallen. Er hat wirklich solide und sauber jeden Schuss getroffen. Zumindest jeden, den ich von ihm gesehen habe. Erstmal den Standardaufbau. Drei Leute Richtung Mitte orientiert. Man steht da etwas weiter oben, etwas defensiver, als das viele Teams so spielen. Aber nichtsdestotrotz geht es langsam aber sicher Richtung Kurt. Die Base mit Smoke, vielleicht möchte man eine Reaktion bekommen. Die kriegt man auch. Dennis entscheidet sich dadurch zu pushen. Und jetzt die Info, dass da wohl noch nicht so viel raus ist. Die Frage ist, kriegt er rechtzeitig mit, dass er vielleicht eher auf dem A-Spot gebraucht wird. Christian und Tarsin versuchen sich wirklich auf den Cold-Score hier einzustellen. Deswegen schieben die beiden kompakter auf den Spot drauf. Und jetzt geht's los. Gegen Smoke unten auf die Schräge. Dennis versucht mit der Flash gegen zu gehen. Ah, die hat tot gesessen, wunderbare Flash und die hat gleichzeitig seine Mates auch nicht wirklich geflasht. Küste kann nochmal schön nachsetzen. Und der Go von Aizen Yo, der bleibt hier auf kurz ziemlich stehen und gerät ins Stocken. Da sehen, jetzt kommt Küste gegen, der nimmt er mit, noch mit Headshot einfach, weil es schick aussieht. für die Fans. Style Points. 15-0 Panther Sports. Und es sieht so aus, dass der Bison Yu hier nochmal nachkauft. Also vielleicht haben sie noch einen genaueren Plan, ich weiß es nicht. Man hat Dennis ja auf jeden Fall auf die falsche Fährte gelockt, oder auf die für sie richtige Fährte, nämlich Richtung Mitte rübergeschoben. Ah, schöner Frack. So, dann küsst ihr mich wohl gehört und möchte dann gerne einfach noch ein bisschen genauer, ein bisschen schöner schießen. Guckt ja direkt den Stream nebenbei an. So, Crystal wieder einen rausgezogen und David nochmal offensiv. Ja, da werden sie wieder zusammengeschossen. Dennis ebenfalls noch mit dem Spray. 6-0 für Panther. Also auch die Runde geht da wieder locker an sie. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Vorteil, den sie auf das 2 gegenüber Mirage einfach noch haben, dass die Map halt trotzdem noch ein bisschen mehr auf diesen individuellen Skill halt geht. Aber gut, ich meine, auf Mirage hatten sie ja auch das 6-0, bis dann die erste Runde kam von Aizen Yu. Also man schaut, dass hier nach demselben Muster abläuft. Zumindest ist Aizen Yu dieses Mal wieder in der Eco. Sie also nur die ein oder andere Pistole kaufen. Ein Kevlar bei Potter, aber mehr gibt es dann auch schon nicht. Man spielt sie einfach schnell in die Mitte rein, hofft da vielleicht so ein bisschen, dass man in der Mitte eventuell auf den Crystal überfahren könnte. Diesmal steht da aber ein David B. Der hat da schon den ersten Spray reingesetzt. Jawohl, gegen die Xbox Standardshot, den Lowell sofort setzt. Lowell mit dem zweiten Headshot ebenfalls zur Stelle. Und dann ist Sepp auch schon alleine. Da ist eine Beagle am Start, aber auch die hilft ihm ja nichts. Da sind sofort mit dem Headshot. 7-0 für Panther. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir das anschaue hier, dann sieht man eine gewisse Aim-Sicherheit bei Panther Sports. Absolut. Die, glaube ich, Aizen Yu das Leben ganz schön schwer machen wird. Denn Crystal trifft jeden Schuss. Und auch alle anderen, die ich gesehen habe, Lowell mit zwei sauberen
David P. hat gut getroffen, Tarsin hat seine Shots gesetzt. Dennis, da habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber der hat einfach wenig zu tun gehabt. Ja, und dann kommt hier sowas. Zieht rum, Martin ist down, keine AWP mehr in den Cutters. Und Dennis hat 11-3, ich nehme alles zurück. Ist ja doch voll dabei. Also ich wüsste nicht... Schön vom Dacker. Ich wüsste nicht, wie man dort auf ein pick-orientiertes Spiel umsteigen sollte. Außer eben natürlich mit Doppel-AWP, das war die einzige Chance. Wenn das hier nicht funktioniert, dann muss man schneller und aggressiver spielen. Zumindest hat man die Chance, hier Tarsin zu überrennen. Lacker hat er gut abgezielt, die Nate sitzt auch. Und David P. hat die Chance, das zu retten, aber er kriegt nur einen Frag gesetzt. 1-3 für Laurel, das ist die Chance. Aggressiver, schneller und dem Gegner mehr ins Gesicht rennend. Das scheint die Lösung hier zu sein. Top-Deck nach hinten ab, hat aber die Bombe, kann also dementsprechend dort nicht sitzen bleiben. Und Laurel ist sich noch nicht ganz sicher, was er hier davon halten soll. Und Lacker, der hat genug Zeit, um seine AWP wieder in den Zoom zu bringen. 7-1. Und natürlich das große Risiko, dass man jetzt direkt wieder in den Eco-Kreislauf zurückgeschossen wird. Also wichtig für IsoNew jetzt noch eine Anschlussrunde dicht zu machen. Das wäre der Super-Gaudi jetzt zu verlieren. Dann könnte Pentra wahrscheinlich eine sehr, sehr eindeutige Halbzeit rauszimmern. Man versucht es einfach nochmal schnell Richtung B jetzt. Da kommt auch sofort die erste Smoke, die wollen da so richtig, richtig schnell drauf fahren. Da kommen gute Gegen, Nades allerdings wird trotzdem David P. sofort überrannt, die Gegenflash sind gut. Lowell einen, den zweiten ist jetzt wichtig, er muss Zeit rausholen, er muss hier irgendwie noch ein bisschen Zeit rausholen. Zwei Frags sind okay, damit hat man zumindest die ausgeglichene Situation. Aber seine Mates haben den B-Spot trotzdem aufgeben müssen eigentlich. Ja, und es fehlt noch einer und Tarsin hat das schon richtig identifiziert, dass da vielleicht noch jemand über B, über die Cutters nachkommt. Lacker kann er nicht wirklich gegenhalten, aber Sepp kommt zur Hilfe. Also die beiden haben die Cutters dicht. Und dann wird natürlich der Retake hier für Mausboard ziemlich schwer werden. Für Penta. Dennis. Ja, siehst du, das ist das Problem, dass man da Dennis liest. Verdammt Axt. Ja. Wieso ist da keiner? 7-2, auch hier wieder finde ich es gut, dass man den Druck erhöht. Absolut. Das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben es ja auch gesehen, Penta hat nicht damit gerechnet, einfach, dass so ein schneller Go kommt. Das war zwar der Molotov in der Hand, aber. Der wurde halt geschmissen, als die Smoke kam und dann war es eigentlich auch schon ein bisschen zu spät, weil dann waren die ersten zwei, drei Spieler schon durch, ohne wirklich großen Schaden abzubekommen. Und so konnte man sich nun ja auch sichern. Jetzt hat Martin kurz mal die AWP übernommen, eben den First Frag gesetzt. Sie haben sogar sowieso die Doppel-AWP. Ja, Marcy wird rausgenommen, aber Martin sofort wieder den Refrag gesetzt, das ist völlig okay. Mal zugeschlagen, sodass also Penta mittlerweile nur noch zu zweit ist. Sehr schön von Lowell, jawohl, den zweiten auch noch rausgepickt, damit die Situation wieder ausgeglichen. Wieder der 2K von ihm da unten. Uiuiui, da ging ein Schüsschen vorbei. Der wäre wichtig, jawohl, und Lowell mit dem dritten in der Runde, der räumt auf. Der pickt sie einfach nochmal einzeln alle raus. Martin konnte sein Mate drüben nicht unterstützen, man hat einfach drauf gebaut, dass. Der eine Spieler da mit der Bombe Richtung B durchkommt und damit auch noch gut zusammengeschossen. Er musste die Bombe picken, deswegen hat Tarsin da reingesprayt. Er wusste genau, was der Gegner vorhat. Und damit die 8. Runde für Penta. Und jetzt wird bei IsoNew nochmal genügend Geld zum Nachkaufen. Das Problem ist, wenn die Runde jetzt verloren wird, dann haben sie halt eben wieder nicht mehr genügend Geld. Weil dann ist der Loser-Bonus nicht da wirklich. Sie bekommen 1900. Ja, so viel ist das nicht. 1000. Doch, doch, fast schneller, genau. 1900, wenn sie die Runde jetzt verlieren. Oder 2400. Der Push könnte auch hier wieder Erfolg haben. Also man merkt, dass das Paintless mit aggressivem, schnellen Spielstil echte Probleme bekommt. Auch wenn der Gegner da vermeintlich nur mit schwachen Waffen unterwegs ist. Deck 9 und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber die Late-Richtungswort könnte nochmal helfen. Denn damit hat man den Gegner gewaltig verzögert. David hat schon in Richtung sein Blickfeld. Lowell mit dem Frag und es geht ins 1-2. Boah, hat er fast Glück, dass er defensiv gedeckt hat, gelegt hat. Und dann geht in die Offensive. Kann Lowell erwischen, einiges an Hits bekommen, aber es reicht, um sich wieder in Deckung zu begeben. Die Flash sitzt halbwegs. Das Problem ist, dass er gegen David da nicht die perfekte Position hat, aber das sollte funktionieren. 8-3. Wichtige, wichtige Runde für IsoNew. Hält sie hier wieder im Spiel. Ansonsten hätte es passieren können, dass Penta hier auf und davon marschiert. Und das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass Penta Sport sich hier überlegen fühlt.
Wenn man mit so viel Geld da forst, ja, dann meint man, dass man das auch notfalls mit den Deagles runtergespielt bekommt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da nicht vielleicht Hochmut vor dem Fall kommt. Wow. Chris hat ihn einfach angeschossen. Er macht so häufig, der sprayt immer an dieser Stelle. Und jetzt geht er nochmal rein in Lacker. Und da würde er sich sicherlich ärgern, dass er ihn getroffen hat, aber nicht gekillt. Das ist ein Fixpunkt tatsächlich. Da ist was zu sehen. Ist nicht zu sehen, ich nehme alles zurück. Da hinten haben wir es gerade eindrucksvoll gesehen, wie sie die Position gewechselt haben. David Pier mit seiner AWP wird die Ecke übernehmen, weil man weiß, dass vielleicht hat die AWP nochmal einen Pick versucht. Jetzt LOL. Seine Gelegenheit. Er hat die Überraschung auf seiner Seite, aber das Spray, das will nicht so ganz. Da wäre der Erste auf jeden Fall deutlich schneller zu killen gewesen, damit dass das hier was wird. Ich denke, da geht es nur noch auf Exit Frags. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Panther hier wirklich versucht noch zu attackieren. Die beiden können versuchen da reinzugehen, aber die AWP sollte sich definitiv zurückhalten. Denn die wurde in der nächsten Runde gebraucht. Also, Heiser New ist wieder im Spiel. Und ich. Naja, gut, was heißt, wird gebraucht? Panther Sports wird halt nicht nachkaufen können. Zumindest nicht sinnvoll. Ja. Aber besser als nichts ist es auf jeden Fall. Und, vielleicht hat Panther jetzt eingesehen, dass man damit mit so einem richtigen Dauerforcen vielleicht nicht unbedingt weiterkommt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit auf die Wander-AWP. Also, Pick versuchen, draufgehen unter Umständen und dann die AWP an jemand anderes weiterreichen. Die Endflash hat er sich gegönnt, damit er hier vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Er hat ihn gesehen, aber nicht getroffen. Einmal mit der offensiven Position lang versucht, Martin mit der unten. Ach, Dennis hat er schon. Der sitzt schon auf heißen Kohlen, der möchte unbedingt da irgendwie raus. Wir müssen nur, dass er momentan noch abgezielt wird. Und das weiß er wahrscheinlich auch. Und würde auch höchstwahrscheinlich vermuten. Also, New spielt sich erstmal ganz klassisch Richtung kurz nach vorne. Und genau da steht die AWP und die ist da eigentlich ziemlich gut positioniert worden. David Pier hat den ersten schon rausgezogen. Jetzt denke ich mal, wird man da lieber versuchen, irgendwie Richtung B durchzukommen. Oder man pickt halt jetzt gezielt diese AWP erstmal raus. Versucht es da nochmal Richtung A-Spot. Na, darauf scheint man es jetzt tatsächlich anzulegen. Lucker steht momentan noch in den Cutters, konnte er jetzt den ersten mitnehmen. Crystal wollte versuchen, offensiv zu pushen. Marcy mit der Flash und der CT-Smoke. Möchte man jemanden runterschicken? Da kommt Dennis von hinten, aber Marcy ist wirklich mit dem Reflex zur Stelle. Lacker, oh, den Drop verschossen, der wäre so wichtig gewesen, aber Lowell kriegt ihn auch nicht down. Das wäre vielleicht der Kill gewesen, der die Runde aufgemacht hätte für Panther und so wird es jetzt super schwer. Der B-Spot ist natürlich verloren. Wollen sie damit David wirklich nochmal draufgehen oder ich liebe einfach die AWP? Wahrscheinlich schon. Der Mauthof ist für Marcy vielleicht eher ein Problem. Der wird höchstwahrscheinlich verbrennen, 2 HP. Das war knapp. Schön. Jetzt natürlich seine Position bekannt. Würde er wissen, dass zwei von den oder die verbleibenden beiden Eisenhut-Spieler so wenig HP haben, hätte er es vielleicht nochmal versucht sogar. Damit sollte er sich seine AWP eigentlich verdient haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marcy da wirklich noch versucht ranzugehen. Also 8 zu 5. Und die Situation ist jetzt ganz klar gedreht. Also New hat gute Möglichkeiten, daraus noch einen vielleicht sogar einen 7 zu 8 zu machen. Und dann wäre alles wieder drin.
Aber wir haben eben schon gesehen auf Mirage, dass Penta eine gute T-Seite eher hinlegt oder hinlegen kann und dass Eisenhue hier sicherlich dann auch noch mal ein Stück Arbeit vor sich hat. Aber dieser geänderte Spielstil, dieses schnelle, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wenn man dann Penta ausgepickt, Dennis, Frag Nummer 2 sitzt, da kommen sie ein bisschen zu getröpfelt rum, um Dennis wirklich gefährlich zu werden. Auch das ist etwas, wie man, ja, wie man dem Gegner seinen Vorteil wieder in die Schuhe schieben kann. Wenn der Gegner gut trifft, dann sollte man nicht einzeln rumgehen, sondern sollte man versuchen, wirklich für den Refrag auch zur Stelle zu sein. Sollte man generell immer. Sowieso. Aber gerade wenn der Gegner einem Einzelspieler eher überlegen ist, dann darf sowas dann nicht passieren. Auch ein bisschen unnötig, dass Crystal da überhaupt nochmal reinzieht. Sie wissen ja, dass die Gegner auf lang in der Grube sind. Während Damon auf die Schräge läuft, hat Dennis wieder überhaupt keine Informationen dafür bekommen. Kommt die Offensive vielleicht schon, David? Zweiter Spieler ist vorne auf der Schräge. Marcy, und er weiß genau, wo David sitzt. Er kaut ein paar Schüsse durch die Smoke. Hätte er vielleicht weiter geschossen, hätte er ihn erwischt. Hätte Fahrradkette. David P. mit der Runde. Aber was das für ein Chaos war gerade. Ja. Dennis hat sich da echt ein bisschen out of position begeben. Aber dieser Move durch die Smoke, der wahrscheinlich die Runde trotzdem nochmal zugunsten von Penta gedreht hat, auch wenn er echt nochmal ein schöner Headshot von Marcy am Start war, hat aber nicht komplett gereicht. Und so ist das Geld jetzt einigermaßen knapp. Und wir sehen da auch schon die ersten Galils, die erste Tech 9, super wenig Granaten insgesamt bei ihnen. Da muss man echt ein bisschen schauen, wie man zurechtkommt. Dennis offensiv wieder an lang. Und das ist schon das wiederholte Mal passiert, dass er da jetzt durchgepusht ist. Ich glaube mittlerweile das dritte oder vierte Mal sogar schon. Tarzan kommt da auch noch ein bisschen YOLO hinterher. Funktioniert und auch David pusht ihn da einfach rein, sodass man mittlerweile seinen Vorteil wieder hergeschenkt hat. Sie waren eigentlich im 4 gegen 3 und plötzlich sind es da nur noch 2. Auch wenn die Runde jetzt verloren geht, dann ist sie echt ein bisschen hergeschenkt worden. Chris hat sich da aber nochmal lang positioniert und es könnte durchaus sein, dass sie damit nicht rechnen. Jawohl, der pickt auch den ersten. Ist er sicher. Lowell verliert dafür wieder sein Duell. Und somit wenn das jetzt im 1 gegen 2 klatschen hier, versucht den ersten zu überlaufen, das funktioniert bereits nicht und damit haben wir wieder das 9 zu 6. Also die Runde jetzt echt nochmal ein bisschen sehr hergeschenkt worden von Penta, was auch immer sie sich damals gedacht hatten. Aber gut, 9 zu 6 auf das 2, also 9 10 Runden, denke ich mal, geht eigentlich schon, ja, geht völlig in Ordnung. Definitiv leichter und besser als das, was sie auf Mirage dann hatten dementsprechend. Ja. Ich bin gespannt, ob Eisenhue jetzt vielleicht mit der Pistole aufwarten könnte. Das wäre so eine Gelegenheit, um sich hier einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Das Problem war, dass Penta ja auf Mirage auch beide Pistols geholt hat. Waren das beide? Die zweite auf jeden Fall, die erste. Auf jeden Fall aus dem 9-6 dann, ja, die zweite Pistole. Und wenn man das jetzt vielleicht verhindern könnte, dann wäre alles wieder drin. Dann ist ja theoretisch sogar ein 9-9 schon gut möglich. Serper, jawohl, da legt er schon los. Der möchte die Pistole offensichtlich haben. Martin weiß schon, was da gleich kommt. Ich versuche aus dem Tunnel rauszukommen. Gott, jawohl. Ja, und Penta gut zusammengeschossen. Genau so und nicht anders. Penta kommt da kein Stück weiter voran. 9 zu 7, ziemlich unspektakulär, aber so ist es halt, wenn man sich entscheidet, aus der Smoke rauszugehen, ohne große Vorarbeit. Dann wird man entweder zusammengeschossen oder man kommt halt irgendwie auf den Spot drauf. So viel dazwischen gibt es nicht wirklich. Penta versucht es auf jeden Fall mit dem Forceball. Sie haben ja die Bombe nicht geplantet, müssen dementsprechend danach sowieso noch eine Eco spielen. Schau mal, Locke versucht in der Mitte sein Glück. Und sie wollen auf jeden Fall auch andere, aber er zieht sich rechtzeitig zurück, hat die Steps gerade unten gehört. Hat sich dementsprechend dafür entschieden, erstmal defensiv zu gehen. Ist auch genau die richtige Entscheidung hier, denn in der Mitte unten würde er höchstwahrscheinlich auch verloren im Posten stehen, wenn Penta da wirklich koordiniert rauspusht. Mit Flash und so weiter und so fort. So, und jetzt haben wir da erstmal kurz eingenommen, beziehungsweise den Catwalk. Ist immer noch in der Mitte gebündelt momentan. Also ich denke mal, sie wollen wirklich versuchen, da irgendwie einen Einzelspieler rauszupicken, um darauf dann die Runde aufzubauen. Jetzt geht's da voran. Tarzan mit der Deagle als Erster. Und da war der wirklich gut offen für Martin. Der wird zwar gerefragt
Oh, das könnte für den B-Spieler problematisch werden. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob es da so gut war, wirklich offensiv reinzugehen. Aber er dachte wahrscheinlich, dass gerade das A noch jemand nachkommen müsste. Sehr schöner CD-Base, da ging noch einer. Aber es ist trotzdem nur ein 2 gegen 2. Bombe geplantet. Sepp und Marcy im Retake. Und eins ist klar, Dennis weiß nicht, dass der zweite über die T-Base nachkommt. Aber er hat schon die richtige Entscheidung getroffen. Sepp sollte hier überrumpelt werden. Geht sofort rüber Richtung Katas, aber kurze Zeit ist das halt eben offen. Das könnte für seinen Mate ein bisschen gefährlich werden. Er geht drauf Richtung Spot und es könnte sein, dass das hier direkt einen Defuse-Versuch gibt. Dennis, er ist gespottet worden und Dennis hat nur noch ein paar AP. Und eigentlich kann Dennis da fast nicht gucken. Maßige Tatsache in Deckung. Ach, kein Defuse-Kit dabei, das ist bitter. Es scheitert am Defuser und das hätte da unten sogar gelegen. Ja, das wäre ein Star in der Mitte und er ist ja. Ne, er ist nicht über die Mitte gekommen, ich nehme alles zurück. Ja, das ist natürlich übel. Die Aktion von Dennis war der richtige. Das Zünglein an der Waage, was die Sache hier zum Kippen gebracht hat. Ja. Ist da richtig geredet, dass Eisa und Yoshi nochmal wahrscheinlich. Oder. Ja, dass sie sich eventuell nochmal aufteilen werden. Selbst wenn sie sich nicht aufgeteilt hätten, hätte es wahrscheinlich trotzdem gut funktioniert. Und das war halt jetzt wieder die Gegenrunde. Das heißt, also Eisa und Yoshi hier selbst in den Cross bei. Marcy vorne weg für lang. Der Pappas versucht natürlich, die Schaden wie möglich zu machen. Wird auch von David Beam und der P90 einfach rausgesprayt. Chris ist auch schon über kurz auf dem Weg. Ja, und jetzt haben wir halt den Aspot hier richtig schön in der Zange. Chris muss einfach nur schauen, dass er jetzt hier nicht stirbt, dass er den Druck aufrechterhalten kann. Unsere Langspieler müssen dann den Job erledigen. Crystal, jawohl. Einmal kommt was nach hinten. Was für ein Headshot. Zack. Oh, das ist jetzt problematisch, weil jetzt steht man zwar an lang, aber kommt da irgendwie nicht so wirklich voran. Außer Lowell setzt so einen Headshot. Jetzt ist der Weg in Richtung Spot auf jeden Fall frei. Aber man hat doch schon die AK gesnackt. Sein Kollege ist aber rausgekommen worden. Martin mit dem zweiten Kill. Und schon war es nur noch Dennis. Und wieder diese Position. Das zweite Mal. Diesmal nicht David, sondern Dennis. Hat aber auch gut reagiert. Das muss man jetzt auch lassen. Da sofort den Headshot zu setzen, ist jetzt auch nicht unbedingt leicht. Aber Dennis bewahrt da die Ruhe. Ja, und jetzt geht's dann in die normale Eco. Etwas unglücklich, dass Eisenew so früh schon wieder den Laufen verloren hat. Er wollte gar keine Probleme mit Bot. Unten in der Mitte war David. Und der hat die Cutters ausgeschlossen. Schöner Frag. Wenigstens einer. Da kommt noch ein zweiter hinterher. Der saß gut. Die Flash kann er dodgen. Und Martin. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt für die Aktion. Lowell hat auch nur 5 AP gehabt. Also ein weiterer Deagle hätte da gereicht. Ergebnis ist trotzdem klar. Es bleibt bei 12 zu 7 für Panther Sports. Aber das hat natürlich auch einiges an Equipment gekostet. Und das könnte unter Umständen ja den Panther auch wieder teuer zu stehen kommen, wenn sie die Anschlussrunde verlieren, ist das Geld alle. Und das ist vielleicht ein bisschen sehr viel riskiert, hier diese eine Diegel dort auszuschalten. Das zeigt auch so ein bisschen das Muster von Panther Sports. Sie fühlen sich so überlegen, dass sie sich über solche Dinge auch offensichtlich wenig Gedanken machen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass es keine gravierenden Folgen hat. Aber wer weiß, ich denke, da wäre Safe spielen schon gar nicht so schlecht. Der Senior hat nach dem Offensivmove sich dafür entschieden, immer noch so weit vorne und kurz stehen zu bleiben. Sinn, pickt auch den ersten raus. Das ist natürlich jetzt die Gefahr, wenn du da vorne so weit stehen bleibst. Man kann also nochmal 2 gegen 2 tauschen. Oh, da kommt Lowell ebenfalls nochmal um die Ecke. Pickt hier Marcy raus, der sich komplett auf kurz konzentriert hatte. Und es ist tatsächlich wieder die ausgeglichene Situation, die Panther irgendwie draus zimmern konnte. Bombe wird natürlich geplantet, für lang auch. Und David P versucht hier noch ein bisschen den Spot zu halten. Schöner gegen Molly. Verzögert nochmal gewaltig. Der ist vielleicht ein bisschen früh. Will vielleicht auch David da den Rücken frei halten.
Und er wartet jetzt auf den richtigen Moment. David, Nummer 1 sitzt. Zweiter hüpft auch runter. Oh, Martin am Ende erfolgreich. Und dann muss der Headshot sofort sitzen. Ansonsten kommt er natürlich nicht an die Bombe ran. Und Lowell gewinnt hier die Runde per Default. Weil der Gegner es gar nicht mehr versuchen kann. Ja, 13 zu 7. Und damit hat Panther natürlich den Grundstein gelegt hier für den Sieg. Denn Eisen Yu muss auch hier wieder einmal nachsparen. Auch wenn Martin sich ein AWP geschnappt hat. Und ich würde mal stark vermuten, ja, dass sie das auch tun werden. Also nur die AWP. Er geht offensiv, versucht natürlich seine Waffe hier ins Spiel zu bringen. Er versucht wirklich Gegner zu finden, aber das wird nicht so einfach, denn er hat mehrere Ecken, wo er den Gegner anschauen kann. Dennis rennt da schon Mitte raus wie ein Berserker, wie von der Hummel gestochen. Da kommt die Arbe gegen. Lang noch, der trifft ihn nicht. Und das war nicht ganz ungefährlich, was Tarsin da gemacht hat, dass er sich im 1 gegen 1 Support anlegt. Mit der Bombe dort in den Cutters. David steht noch auf kurz, wartet auf seine Möglichkeit dort zu backstabben. Und Lucker ist die unglückliche Seele, die es da erwischt hat. Vapor, schöner Frag. Jetzt kommt David da runter. Martin weiß nicht ganz genau, wo er ihn vermuten muss. CD Base, damit rechnet er nicht. Es bleibt bei 14 zu 7. Nun, jetzt mehr oder weniger der letzte Versuch von Eyes on You. Sollte diese Runde schief gehen, dann geht man mit dem Force Buy in die vielleicht letzte. Und wir haben so ein bisschen auch Déjà-vu aus der letzten Map, ja, würde ich sagen. Eine solide CT-Performance von Pentasport. Nicht perfekt, ganz bestimmt nicht, aber ausreichend. Und Eyes on You, in dem Moment, wo sie auf die CT-Seite kommen, mit Problemen. Panther brennt sie da ziemlich. Und ich würde mal behaupten, da gibt es nicht so viel Zweifel, dass Panther hier bei beiden Maps deutlich besser war. Ja. Wieder läuft Dennis da Mitte raus. Kann sich Martin schnappen, zwingt natürlich auch Port, sich von seiner Position zurückzuziehen. Dementsprechend schwierig wird es für ihn hier, seinen Spot noch irgendwie im Blick zu haben. Und Panther kriegt einen 4-Mann-B-Spot, mehr oder weniger für Lau. Da kommt noch einiges an Hits rein. Sepp hat irgendwie durch Stalkers, wenn ich ihn richtig gesehen habe. Wie retake man das? Smoke vor die Cutters. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Erstes schon Door rein. Port mit der So. Hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit gehabt, aber Panther hat alles unter Kontrolle. 15 zu 7. 8 Matchpoints für Panther Sports. 8 Möglichkeiten ins Upper Bracket Finale einzuziehen. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie die Gelegenheit nicht nutzen. Ja, absolut. Also sie scheinen jetzt hier wirklich einfach alles im Griff zu haben. Sie wirken aber momentan deutlich solider. Sie wissen genau, wie sie Eyes on You da ausspielen können. Dieses Mitte-Rausgasen von Dennis immer wieder, was halt dann sofort die B-Deckung absolut abschwächt, dass noch ein Spieler da ist. Und den halt zu überlaufen, ist dann auch ziemlich leicht, wenn du da mit 4 oder 5 Leuten rausgehst. Auch dieses Mal ist der Baseball wieder frei. Crystal in der Mitte nochmal einen rausgepickt. David P. den nächsten. 5 gegen 2. Ja, und die Runde ist eigentlich schon wieder vorbei, bevor sie wirklich angefangen hat. Crystal holt sich auch noch Pot und damit ist Mars Team 1 gegen 5 und das vermute ich mal ganz stark, sollte hier das GG sein. So ist es auch, 16 zu 7 für Penta, ganz ja, langweilige letzte Runde. Crystal pickt da jeden raus und der Rest macht einfach nur noch Ende Gelände hier. Und Penta ist weiter. Tja, das war...